Ja, wir sind immer noch bei Laco. Wie ihr seht, wir haben den Ort gewechselt. Wir sind in der Produktion. Ihr habt schon gesehen, wie Werke eingeschaltet werden, wie der Rotor gewechselt wird. Das habe ich euch in anderen Videos schon gezeigt. Ich habe euch schon gezeigt, wie ich mit meinen zwei linken Händen eine Uhr selber zerlege und zusammenbaue. Was ihr heute zu sehen bekommt, habt ihr so definitiv noch nicht gesehen. Es gab eine Uhr, da gab es eine Beschädigung dran und diese Uhr wird hier sehr genau in Handarbeit repariert. Und wir haben das große Glück, dabei sein zu können und uns das ansehen zu dürfen. So, was wir jetzt hier sehen, ist die Übersicht dessen, was kaputt gehen kann an einer Uhr. Und aktuell geht es ganz konkret um welches Teil bei der Zeichnung. Das ist die Unruhewelle, das gesamte. Und dieser kleine Zapfen ist abgebrochen. Dieser Zapfen, wie lang ist der? Wie lang der ist? Steht da irgendwo, der ist 2 Zehntel lang. Ja, genau. Der Zapfen ist 2 Zehntel lang und dick ist er etwa 1 Zehntel. Millimeter. Durchmesser. 2 Zehntel Millimeter. Genau. 2 Zehntel Millimeter, also ja. Doppelt so dick wie ein Zeiger. Das kann sein, ja, ja. Wenn sie dann lackiert werden und so, dann können auch Zeiger raus werden. Also wir reden hier über die Reparatur eines abgebrochenen Teils, was so dick ist wie ein Zeiger und trotzdem länglich geformt. Also mit anderen Worten, man muss aufpassen, dass man es nicht einatmet. Ja, was wir jetzt sehen, ist der Unruhereif mit Schrauben zur Justage, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und rechts daneben, also quasi hier. Das ist die Unruhewelle. Das ist die Unruhewelle. Das ist die Unruhewelle, die dann hier vernietet wird. Und dann aufs, zusammen mit anderen Teilen noch auf das Werk drauf kommt, dass es letztendlich funktioniert alles. Und das ist abgebrochen. Da ist hier der Zapfen abgebrochen. Das kleinste Teil, was hier vorne vorsteht, ist das richtig? So quasi die Spitze. Auf den Monitor, dass ich das richtig zeige. Da vorne dieses allerkleinste Teil. So ist es ja. Ich halte mal meinen Finger daneben, dass ihr sehen könnt, wie groß das Teil insgesamt ist. Okay, ich bin gespannt. Ist es nicht wirtschaftlich ökonomischer, das ganze Teil auszutauschen, anstatt dieses kleine Teil zu reparieren? Wenn man Ersatzteile komplett hat, wäre es das wahrscheinlich. Ja, wir haben halt die Ersatzteile nur tatsächlich vorliegen in Einzelteilen. Das heißt, man möchte auch die Sache restaurieren, sagen wir mal so. Der Besitzer der Uhr möchte gerne, weil es ist eine Uhr von 1940 um den Dreh rum, es ist ja Zweiter Weltkrieg, okay. Es ist praktisch eigentlich eine Antiquität und man möchte so viel wie möglich original erhalten, was drin ist. Das heißt, wenn der Reif noch da ist, möchte man einen Reif haben. Andere Teile haben wir schon gar nicht mehr, okay. Die müssen wir behalten. Gut, ein 84 Jahre altes Stück, das wirft dann nochmal ein ganz anderes Licht drauf. Und was muss jetzt genau daran gemacht werden? Nun, diese Zapfen, die wir vorhin schon gesehen haben, die müssen eben poliert werden. Also richtig glänzend, hochglanzpoliert, sodass es nachher im Lager reibungsfrei oder so reibungsarm wie möglich läuft, weil praktisch keine Kraft drauf ist. Aber sonst würde es ja auch wieder direkt verschleißen, wenn entsprechend Reibung da wäre. Ja, verschleißen würde schmutzig werden und würde nicht lang gut gehen, auf jeden Fall, wenn es überhaupt geht. Das mache ich hier am Rollierstuhl, der gerade ins Bild rückt. Die Welle ist jetzt eine neue. Also die abgebrochene kann man in dem Sinne nicht reparieren, sondern es ist quasi entweder eine neue Welle von den Ersatzteilen oder eben auch eine gedreht. Also das können wir hier drehen, das haben die Auszubildenden auch schon gemacht. Also die Welle ist jetzt neu und das ist quasi noch anschließend ein Arbeitsschritt. Okay, also die Welle ist neu und wird dann in das alte Werk eingebaut, um so viel von dem Originalzustand wie möglich zu erhalten. Mhm. So ist es. Genau. So, dann haben wir den Rollierstuhl. Ich habe hier schon die Welle eingespannt in so eine Art Mitnehmer. Was das Teil, was aussieht wie ein Fisch. Ich weiß nicht, wie weit man das sehen kann in der Kamera. Oh, das kann man relativ gut sehen. Man kann natürlich nicht um die Ecke gucken, aber man sieht den Schwanz hinten. Genau, gut. Hab die Rollierpfeile
Heißt so, heißt Feile, obwohl es eigentlich nicht wirklich feilt. Es ist ein harter Stahl, der letztendlich eine Druckpolitur macht, mehr oder weniger. Nimmt auch ein kleines bisschen was ab, muss mit Öl gemacht werden. Der glänzt auch schön, ist schon Öl drauf. So, hat hier auch ein rundes Eck, sage ich mal, um den Trompetenzapf nicht zu zerstören. So, der Trompetenzapfen deswegen, weil es aussieht wie ein Trompetentrichter vorne. Und der ist deswegen da, um die Bruchgefahr zu mindern. So, muss ich mit Lupe arbeiten. Ich lege die Feile da auf. Und muss dann schön gegenläufig hier die Sache drehen und polieren. So kurz wie der Zapfen ist, berührt er dann nur die äußerste Kante der Feile oder des Poliereisens. Ist das richtig? Prinzipiell ja, also bis halt 2/10 ja. Drauf. Und die Trompete wird auch etwas mitpoliert dann. Darf auch. Wichtig ist eben die Gegenläufigkeit, dass alles schön rund bleibt. Und da brauchen wir auch gar nicht viel. Normalerweise hat man so 200 Millimeter Übermaß. Wenn man die runternimmt, dann ist alles schon gemacht. Und wird das dann nachgemessen oder ist das? Ich mache das. Das ist so ein bisschen Gefühl und ich messe es, ich leere es aus sozusagen. Das heißt, der Zapfen, der jetzt da oben ist, der ist jetzt poliert. Den tupfe ich nochmal ab mit Rodico, so eine Art Reinigungsknetmasse. Und dann führe ich ihn ins Lager ein und dann sehe ich, hat er Spiel, läuft er gut. Und wenn es das der Fall ist, dann ist er gut für mich. Super. Dann kommt der zweite Zapfen dran. Aber klasse zu wissen, dass in der Tat auch noch wirklich antike Stücke repariert werden und nicht nur neu gegen alt getauscht wird, sondern auch der Originalzustand so weit wie möglich erhalten bleibt. Da achten wir drauf, dass das praktisch restauriert ist und nicht einfach nur zusammengeschmissen sozusagen. Super. Vielen Dank dafür. Keine Ursache, gerne. Just enjoy your time.